Nein, da, das riskieren wir erst gar nicht. Schönen weiten Bogen. Den werden wir auch gleich abstellen. Der gefällt mir gar nicht von der Fahrweise her. Da stand auch hier oben. Ich bin mit dem noch nie hochgefahren. Ob der das überhaupt kann? Oder verreckt der unterwegs? Na ja, komm schon. Alle vier Räder auf dem Boden, maximale Kraft. Go, go. Gerade hoch, nur gerade hoch. Boah. Er hat's geschafft. Kurz sie anhalten. Aber hier hinten in den Buschparkplatz werde ich den jetzt noch frachten, oder? So, und jetzt können wir auch unseren E holen. Wir wollen ja auch gucken, was wir auf den aufrüsten können, nicht wahr? Jetzt fahren wir mal dieselbe Strecke ohne auszuweichen mit Emme hier. Boah, der hat einen Wind in der Kreis wie ein Panzer. Also Bergsteigfertigkeit ist sehr gut. Ich glaube auch nicht, dass ihm das hier vorne irgendwas ausmacht. Also er bleibt nicht stecken, er buttert sich noch sauber durch. Jetzt haben wir jetzt zwei saubere Fahrrinnen gemacht. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass ihm das vollkommen egal war. Mallrad und alles aus, damit er weniger hat, ja allein schon ohne alle schon 17 Liter. Die Bergungsaktion da hinten hat uns fast 200 Liter gekostet, also 150 so ungefähr. Das ist auch echt kein Fahrzeug für Geschwindigkeit, das ist wirklich nur ein reines Bergefahrzeug, glaube ich. Also das weiß ich zumindest noch, da steht so in der Anleitung, das ist ein Bergefahrzeug, das ist kein Transporter. Deswegen will ich auch gerne wissen, was ich hier dran bauen kann alles. Da haben wir auch hier durch den Schlamm, das, der kann das ja. Aber hier mit Differentialschwer brauchen wir da schon. Aber hier ohne alles, was ich will wissen, ob ich damit überhaupt in die Kurve komme. So, ab hier brauchen wir wieder alle Sperren. Das wird natürlich jetzt auch ein Balanceakt, den da vorne drüber zu buxieren. Halt. Und Sicht wechseln. Frontansicht. Ich habe echt das Gefühl, dass die Brücke immer mehr und mehr zusammensinkt. Naja, unser Problem soll es zurzeit nicht sein.
52 Liter, ja, weil. Und wir sind noch nicht im 1-Plus-Gang. Die verbraucht ja nicht auf 100, ne? Also, der hat eine Sattelkupplung. Und ein Mehrzweck. Was ist das denn eigentlich? Was ist das denn? Abbauen. Anbauen. Was ist das denn Schönes? Vier Stützen aus. Alter, wie geil. Hier haben wir so richtige Stützen. Ist ein Kran mal. Ah. Da geht er runter, also er runter, T hoch. Aber ausfahren sieht fast so aus, als könnten wir den ausfahren, oder? Und den hier hinten irgendwo dran buxieren, da zum Beispiel. Ah, da kommt man, der bewegt sich keinen Millimeter, das ist natürlich super, ne? Also der ist richtig zum harten Bergen da. Fahren wir mal wieder hier 3. Warte mal, kann man das ganze Ding hinter Teil eigentlich auch drehen mit A und B? Nee, da kann man nichts mitmachen, mit Q auch nicht. Was haben wir denn noch? B, M, M. Wir drehen uns jetzt noch mal kurz. Oh, Handbremse. Kriegst du mal eine Handbremse, die mal alle Räder bremst. So, 6 Liter fürs Umparken. Ja, genau. Hinten mal an den Baum da hinten. So, V-Stützen fahren wir wieder aus. Und dann gucken wir, ob ich den da wegreißen kann. Das nicht. Aber ich könnte ihn hiermit dann auch vorne anheben quasi, wenn ich jetzt den Winkel kleiner mache. Mich direkt hinter ein Fahrzeug stelle, könnte ich das auch leicht anheben hiermit. Kran bewegen. So. Das lassen wir dran. Sattelkupplung brauchen wir hier nicht. So. Den parken wir dann da hinten im Gemüse. Hier mal Automatik rein mit Allrad, das reicht. Automatik mit Allrad 45 Liter, das ist eine ordentliche Hausnummer. So. So. Wechseln wir das Fahrzeug nochmal kurz auf M hier. Na, und lassen ihn ein bisschen den Berg runterkullern. Und dann wechseln wir das Fahrzeug auf. Ich weiß, ich bin verrückt.
Aber ich bin gerne verrückt. Fahrzeug wechseln. Na, komm so nicht hin. Auf den hier. Geländeräder haben wir. Starten erstmal und bringen in die richtige Position. Mal gucken, was er kann so. So. Sattelkupplung. Werkstattanhänger. Ich weiß, das ist eine richtig große, ordentliche Fuhre. Aber wir wollen echt mal gucken, was er so kann. Ist das wirklich der Test of Example? Und wir fahren müssen, jetzt müssen wir natürlich echt aufpassen, wo wir lang fahren. Das wird echt eine große Herausforderung für uns. Und na, wollen wir mal, ne? Jetzt müssen wir echt aufpassen und weit ausholen, etc. Machen wir auch auf jeden Fall schon direkt die ganzen Sperren an. Vorne rüber. Ich weiß nicht, ob ich da rumkomme. Das ist das ganz große Problem. Fahren mal sehr nah hier dran. Da müssten wir aber eigentlich rumkommen. Weil der Weg hier oben ist mir echt sicherer. Kann natürlich sein, dass wir jetzt gleich alles umkippen hier. Nee, wir kommen rum. Rum haben wir, glaube ich, den Baum beschädigt, ne? Leicht angeknackst, das macht aber nichts. Aber wir kommen rum hier. Jetzt fahren wir durch den Nordausgang oben. Und dann Richtung der unteren Werkstatt. Gucken, ob wir da nachher unser Bergefahrzeug brauchen. Wir wollen ja auch mal ordentlich was schaffen hier. Und kommen hier schon nicht weiter. Ah, der Anhänger ist ganz schön schwer, der drückt uns ganz schön den Berg runter. Wird uns ja auch ganz schön durchdrücken. Aber wir sind von der Werkstatt raus. Das ist schon mal sehr gut. So, wir drehen jetzt mal die ganze Show, damit wir das vorne sehen können. Ganz Licht aus, weil so sehen wir die Reifen nicht. Und die ganze Show. Oh. Falsche Richtung gelenkt, ist der Spiegel verkehrt. Wollen ja unseren Anhänger hinten nicht verlieren. So, und ab geht's Richtung Süden.
Licht haben wir auch vergessen. Das ist halt echt, weil man mit dem ohne Licht noch zu viel sieht, finde ich. Deswegen vergisst man das auch sehr oft. Aber ich denke, wir werden uns sofort festfahren. Gehe ich mal ganz stark von aus. Das wird so nicht klappen, dass wir da durchkommen. Und das war's. Kommen wir noch zurück. Gucken, wir haben hier hinten auch eine Winde. Auf der anderen Straße sehe ich hier gar nichts. Windenpunkt haben wir nicht. Dachte ich mir aber schon fast. Alter. Ich hab hier es umklammert quasi und. Na, jetzt müssen wir auf jeden Fall nochmal kurz hochfahren zum Tanken. Zum Reparieren. Aber das ist ja auch logisch, ist ja auch eine Druckbremse. Wenn der Motor nicht an ist, funktioniert die normale Bremse nicht. Druckluftbremse, ne? Werkstattladefläche, den großen können wir hier eigentlich gar nicht anhängen, aber das macht gar nichts. Was haben wir hier? Sattelkupplung haben wir an dran, ne? Sattelkupplung haben wir angebaut, das reicht uns. Oh, Rettung naht. Mit dem ziehen wir den dann kurz raus und dann kuppeln wir um. Es war aber schon fast klar, dass er das nicht schafft. Oh, wir müssen ein kleines Stückchen vor. So. Pau raus. Rückwärtsgang rein. So, gerade und Feuer. Gar kein Allrad drin. Ne? Mal kurz wechseln auf den vorderen. Nein. Rückwärtsgang, nicht rückwärts, alle ziehen. So.